Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Johnny Hahn. Schaut euch das Video unbedingt zu Ende an, denn es wird eine kleine Überraschung geben, die euch sicherlich gefallen wird. Heute beginnt eine neue Experimentenreihe. Ich habe mir einen riesen Vorschlaghammer gekauft. Wir werden testen, was für einen Schaden so ein Hammer anrichten kann. Normalerweise benutzt man solche Vorschlaghammer, um zum Beispiel in einem Haus eine Wand einzureißen. Doch ich werde ihn benutzen, um ein paar Sachen zu zerstören. Das wird bestimmt coole Slow-Motion-Aufnahmen geben. Das Teil ist wirklich schwer. Ich gehe jetzt raus und dann zeige ich euch, auf was wir schlagen werden. Die Hausschuhe sind angezogen und da steht schon mein Freund der Baumstumpf. Den werde ich als Ablage benutzen. Ich habe hier für euch eine Kiwi gekauft. Die wird sicherlich zermatscht. Dann werde ich noch Tom, den Stuntman, mit dem Hammer schlagen. Hey Freunde, ich freue mich wieder im Video zu sein. Das wird geil! Danach werde ich testen, was für einen Schaden der Hammer bei diesen zwei Sandwichen anrichten wird. Die haben 1,99 € gekostet, aber schmecken gar nicht gut. Zum Schluss werden wir noch testen, was mit einer Dose Bilou Duschschaum passieren wird, wenn man mit dem Hammer draufhaut. Ich will euch nicht länger warten lassen, fangen wir mit der Kiwi an. Ich stelle sie auf, dann ziehe ich noch meine Schutzbrille an, denn wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Der Hammer ist für eine Hand viel zu schwer, deswegen stelle ich die Kamera auf und wir beginnen mit dem Experiment. Oh Mist, ich habe die Kiwi nicht richtig erwischt, aber sie ist trotzdem geplatzt und weggeflogen. Es hat meine Hose und meine Slow-Motion-Kamera etwas erwischt, aber zum Glück habe ich mir einen Kameraschutz gebastelt. Da liegt die Kiwi, ich schlag da gleich nochmal drauf. So, machen wir Versuch Nummer 2. Das war nichts. Volltreffer. In der Zeitlupe sieht es so aus, als würde der Hammer die Kiwi wegsprengen. Da liegt ein Teil und schaut mal, das andere Teil ist bis in meinen Garten geflogen. So Tom, jetzt bist du an der Reihe. Bist du ready? Ja Johnny, fangen wir an. Tom, du hast voll eine drauf bekommen. Geht's dir gut? Ja, nur ein bisschen Kopfschmerzen. Zieh mir nächstes Mal einen Helm an, ja. Okay, alles klar. Du hast das aber auch so ganz gut überstanden. Hui! Als nächstes schlagen wir mit dem Hammer auf die ekligen Sandwiches drauf. Ich frage mich, warum so ein Mist 2 € kostet. Das ist viel zu teuer. Schließlich sind das nur 2 Scheiben Toast mit ein bisschen Wurst und Ei. Den ersten Schlag habe ich verfehlt, aber der zweite hat gesessen. Es wurde zerfetzt und ist in alle Richtungen geflogen. Das eine Sandwich wurde nur leicht erwischt, da werde ich gleich nochmal draufhauen. Das sieht geil aus, der Vorschlaghammer hat schon eine ganz schöne Wucht. Machen wir weiter mit dem Bilou-Duschschaum. Ich habe schon mit der Armbrust da drauf geschossen und auch Schleim damit hergestellt. Nun werde ich mit dem Hammer draufschlagen. Ich glaube, das wird das Ende dieser Dose sein. Nochmal gut schütteln und hinlegen. Oh Mann, es will nicht liegen bleiben. So, endlich. Das wird bestimmt geil.
Das gab eine geile Explosion, der Duschschaum ist aufgeplatzt. Schaut euch an, es ist alles voll, meine Hose und mein ganzes Gesicht auch. Aber das kann ich euch leider nicht zeigen. Das sah so geil aus, oh Mann, sogar meine Kamera hat es voll erwischt. Lasst dafür einen Daumen hoch da, Freunde, und ich sag euch was, wenn wir bis morgen 10.000 Likes erreichen, hau ich gleich noch einen zweiten Teil raus. Also drückt Daumen hoch, wenn ihr gleich morgen einen zweiten Teil sehen wollt. Hier ist übrigens der Boden der Dose, der wurde abgerissen. Okay, Freunde, kommen wir zu der Überraschung. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier drei 3D-Stifte und die werde ich verlosen. Ein 3D-Stift wird auf Twitter verlost, der andere auf Facebook und der letzte auf YouTube. Schaut auf meiner Facebook- und Twitter-Seite vorbei, um dort an der Verlosung teilzunehmen. Link ist in der Beschreibung und in den Kommentaren. Ansonsten nehmen alle Abonnenten an der Verlosung des dritten 3D-Stifts automatisch teil. Nächstes Wochenende werde ich dann die Verlosung auflösen. Auf was soll ich noch mit dem Hammer draufschlagen? Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare und vielleicht werde ich euren Wunsch beim nächsten Mal erfüllen. Abonniert meinen Kanal, bis zum nächsten Mal, habt euch lieb. Euer Johnny Hunt.